Gnadenlos brennt die Sonne dieser Tage über Deutschland. Mit Temperaturen jenseits der 35 Grad wird es dabei mittlerweile gefährlich für Mensch und Tier. Viel trinken und möglichst im Schatten bleiben. Wer konnte, beherzigte am Mittwoch diese Empfehlung. Der Sonne aus dem Weg gehen können Bäume leider nicht. Und nach Wochen ohne Regen wird für sie vielerorts auch das Trinken zum Problem, wie hier in Köln. 80.000 Bäume stehen entlang der Straßen der Domstadt. Und auch der Begriff Grünfläche ist angesichts vertrockneten Rasens hier ohnehin längst nicht mehr zutreffend. Eine Gießkanne allein reicht da nicht, erklärt Joachim Bauer vom Grünflächenamt. Wir wässern bei den Straßenbäumen zumindest die, die frisch gepflanzt worden sind, die wässern wir in den ersten 3 Jahren. Das machen wir auf jeden Fall. Das sind in etwa 1500, 1600 Stück. Zwar sei die aktuelle Lage dem Wetter und nicht dem Klima geschuldet, perspektivisch müsse man sich aber daran anpassen, so Bauer. Anpassung heißt in dem Falle, dass wir den Baumbestand, den wir haben, vor allen Dingen da, wo die Extremen sind, also an der Straße, den Baumbestand mittelfristig bis langfristig umwandeln in Baumarten, die mit diesem Klima besser zurechtkommen. Kurzfristig unterstützt werden die Grünflächenämter vielerorts von der Feuerwehr und privaten Gießern wie Gabriele Kiefer. Um Bäume und Pflanzen vor dem Hitzetod zu retten, macht der Verein Querbeet am Brüsseler Platz Dauerschichten. Regelmäßig drehen dort Helfer den Hydranten auf. Wir brauchen rund 3 Tage, um den Platz einmal rund zu bewässern. Und das ist sehr viel Arbeit mit viel Schlauchwagen, mit dem Hydranten. Und wir können ja nur da wässern, wenn die Sonne nicht da ist und sind angewiesen, dass uns die Anwohner oder auch Gäste hier helfen. Seit Übernahme der gärtnerischen Patenschaft über den Platz vor 15 Jahren habe sich die Bewässerungsperiode wegen der steigenden Temperaturen stetig verlängert, so die Anwohnerin.